Hallo und willkommen zurück, Hogwarts Legacy, Folge 25, und wir haben einen richtigen Knaller vorbereitet. Und mit vorbereitet meine ich, das Spiel sagt uns, was wir als nächstes zu tun haben. Wir nehmen unsere erste Flugstunde. Badumtis. Versuche jetzt immer noch mal von selbst dahin zu kommen. Wahrscheinlich wieder ohne Erfolg. Also wir müssen in diese Richtung. Das heißt, es macht eigentlich keinen Sinn, durch diese Tür zu gehen. Gehen wir mal hier lang. Rebellion. Im Marmor spiegelte sich einfach nur die Scheibe. Na gut. Erledigen Sie meine Aufgaben und suchen Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrennzauber Defindo zu lernen. Er dient dazu, Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Ah ja. Einen neuen Zauber. Aber wir wollen natürlich Besenflugstunde nehmen. Ich glaube, wir sind völlig auf dem falschen Dampfer unterwegs. Macht ja gar nicht so viel Sinn, jetzt so einen riesigen Turm zu beklettern. Hier ist mal wieder so eine Rätseltür. Aber auch die werden wir uns in der großen Erkundungsfolge vorknöpfen. Was ist das? Eine Truhe. Die können wir mal aufmachen. Ein paar Penunsen mitnehmen. Ja, genau. So, die große Treppe. Ich befürchte, wir bewegen uns unnötig weit weg von unserem eigentlichen Ziel. Aber ich gebe noch nicht auf. Was ist denn da hinten an den Gläsern? Wenn wir da hinten an den... Wo waren sie denn jetzt? Da, wenn wir da durch die Tür rausgehen... Ah, die Minimap sagt schon, wir sind völlig verkehrt. Das war ja völlig verkehrt. Naja, aber dafür haben wir ein neues... Wieder mal auf Abenteuertour? Ja, ungeplant sind wir auf Abenteuertour. Ein Barett, was besser ist. Stark. Wo sind wir? Oh, ich glaube, wenn wir uns hier mal diese Schlangenmuster ansehen, könnte ich mir vorstellen, dass sich hier, wahrscheinlich hier, der Eingang für Slytherin-Schüler befindet. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das sieht so ein bisschen so aus. Da ist eine Glotzkiste. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich dieses Spiel noch sicherlich einmal mehr durchspielen werde. Wenn nicht sogar viermal, um alle Häuser kennenzulernen. Hier ist wieder so ein Schlüssel. Aber ich habe jetzt keine Lust auf Schlüsseljagd. Ich will fliegen. Ernsthaft? Wir sind im Kreis gelaufen, ohne dahin zu kommen, wo wir hin wollten. Oh Gott, oh Gott. Ja. Orientierungssinn ist ja nun eh nicht so meine Glanzleistung. Da ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf. So, da wären wir. Was haben Sie jetzt vor? Tja, das wirst du gleich sehen. Wir werden unsere erste Flugstunde nehmen. Ich bin... Was meint ihr, wer fällt zuerst vom Besen? Super gespannt, wer als erstes vom Besen fällt. Und vielleicht werden wir ja auch... der neue Sucher für Haus Hufflepuff, der nicht antreten wird, weil es kein Quidditch geben wird in Hogwarts dieses Jahr.
Naja. Und Madame Hooch ist natürlich auch nicht da. Die ist ja noch nicht geboren. Galeonen und die Uniform eines Historikers. Aber Besen gibt es. Und da freue ich mich drauf. Alle nehmen sich einen Besen. Und dann fangen wir an. Ja, Besen. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Bitte? Begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Moin. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan, nehme ich an. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Ja, Nur zu Ihrer Erinnerung. So. Treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich, legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Klingt erstmal ganz leicht. Danke. Los! Jetzt Sie! Hoch, hoch! Hoch, du dämlicher Schulbesen! Hoch! Okay, das hat schon mal geklappt. Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es Sie direkt vom Besen. Los geht's. Und sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Gut. Nun, als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht! Die Besen sind Schuleigentum. Ich möchte sie in einem Stück zurückhaben. Oh, das ist genial! Ich brauche einen eigenen Besen. Okay, das hat geklappt. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Ja, weiß ich nicht, ob ich schon bereit bin für die fortgeschrittenen Übungen. Ich habe mir gerade schon fast den Kopf gestoßen. Der nächste Satz Ringe führt Sie über das Gelände und fordert Sie etwas mehr. Okay. Diese Aussicht. Hallo. Schöner Tag zum Fliegen. Das macht ziemlich Spaß. Ah, das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Ja, soweit klappt das doch alles ganz unfallfrei. Nachbar lässt sich auch ab und zu mal blicken. Also noch schneller kann man tatsächlich nicht. Aber ich habe es nicht hingekriegt. Und der fliegt mir doch irgendwie davon. Geschafft! Hat das jemand gesehen? Gut gemacht! Hast du kurz Zeit? Okay. Ich habe gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Läuft. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Clopton. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Hufflepuff wie du an einer Spritztour in den Wolken interessiert wäre? Aber sowas von... Dem kann ich nicht widersprechen. Was schwebt dir vor? Einen kleinen Umweg sozusagen. Folge mir. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch.
Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Toll, über den Dingen zu schweben, oder? Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Wie kann Everett so schnell fliegen? Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Das gefällt mir schon viel besser. Okay. Bist du zufällig ein halber Hippogreif? Ist die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an. Und die Eule rein. Das nenne ich doch mal solide Baukunst. Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Das ist wirklich sehr schön. Also, toll gemacht. Das ist Kugawas Pfeife. Unser Ausflug ist zu Ende. Schnell zurück! Die Aufwärts sind die Klasse schon entlassen. Geben wir schnell die Besen ab. Steig hier ab. Oh, 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 oh. Warte mal, bremsen. Falsch abgebogen. Oh, hallo, Professor. Wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Bitte was? Mr. Kloppen, ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch. Das war recht gut geflogen. Ja, vielen Dank, aber das mit dem Punkteabzug, das macht mir jetzt doch ein bisschen Bauchschmerzen. Die Sache mit Kogawa tut mir leid, aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Auf jeden Fall. Ja, ich bereue nichts. Ja, es ist natürlich ärgerlich, dass wir Punktabzug bekommen haben. Aber jetzt stellt euch mal vor, ich hätte wirklich gesagt, nee, keinen Ausflug. Dann hätten wir diesen schönen Rundflug und ja auch diese nette Führung vielleicht verpasst. Dieser Umweg war es wert, ein paar Hauspunkte zu verlieren. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Auf jeden Fall. Stark, wir können fliegen. Und wir können einen Besen kaufen, der wahrscheinlich unsagbar teuer ist. Aber das sollten wir auf jeden Fall tun. Das heißt, wir flitzen jetzt so schnell wie möglich nach Hogsmeade. Ich habe unser Abenteuer in der Bibliothek nicht vergessen. Wie ist es gelaufen? Wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst, triff mich vorm Unterrichtsraum von Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich weiß, wo wir üben können. Verbotene Zauber, das klingt super. Was ist mit Bitte meinem Umhang treffen los? Sie mich so bald wie möglich so. Auf dem Flur im 7. Stockwerk. Ich kenne da den richtigen Ort für Ihre Studien. Abseits neugieriger Blicke und Ablenkungen. Da sehen wir mal, selbst die Professorin Weasley unterstützt meine... meine Interessen an verbotenen Dingen. Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal irgendwie wieder gut machen, dass der gute Sebastian uns nicht hingehängt hat bei unserem
Bibliotheksabenteuer. Denn er hat ja am Ende gesagt, nee, ich war ganz alleine hier. Heißt, wir sind ihm auf jeden Fall zu Dank verpflichtet, dass er uns da rausgehalten hat. Ja, das Einzige, was mich noch so ein bisschen stört, die sahen auch schon mal besser aus. Ist die Tatsache, was sah besser aus? Ist die Tatsache, dass der Weasley-Neffe uns ja eine Aufgabe übertragen hat, die ich absolut nicht gewillt bin zu machen. Ne? Also klar, aus gameplay-technischen Gründen würde ich das wahrscheinlich machen, aber moralisch betrachtet finde ich es halt total Käse, ihn da zu unterstützen und mich im Prinzip mitschuldig zu machen und da den Laden zu beklauen in Hogsmeade. Das finde ich nicht gut. Und ich werde diese Quest auch nicht weiter verfolgen, tatsächlich. Das heißt also, sie wird für immer in meinem Journal vor sich hinschimmeln. Weil ich glaube nicht, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, diese Quest gut zu beenden. Ne? Wenn man jetzt auf den Trichter käme, zu sagen, wir hatten ja zum Beispiel bei den verloren gegangenen Koboldkugeln. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Hatten wir die Möglichkeit zu sagen, so, nee, ich gebe dir die nicht. Und so eine Option bleibt uns für den Sebastian dann wahrscheinlich, für den Gareth, glaube ich, bleibt uns das wahrscheinlich auch. Aber dennoch müssten wir erstmal hingehen und den Kram klauen. Und ich will den Kram ja nicht klauen. Bin ja ein guter Dude. Hufflepuff, Student. Zonkos, Hogshead. Könnte man da rein und das mitteilen? Wunderbar. Oder ist das hier der... Ist das der Besenladen? Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? Albie Weeks, zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spindwitches. Ah ja. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und bin gerade erst wieder zurück. Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile... Und Windhauche. Oh, egal, das klingt alles super. Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Beides interessiert mich. Sie mussten Spindwitches wegen unterbrochener Handelsrouten schließen? Schrecklich. Handelswege wurden als unbrauchbar gemeldet. Anscheinend übernehmen Kriminelle die Straßen und bedrohen die Dörfer. Ich fliege äußerst sicher. Aber versuchen Sie mal, mit einem Vorrat an Besen auf dem Rücken zu fliegen. Gar nicht so einfach. Also gut, zurück an die Arbeit. Wenn Ihnen ein Besen gefällt, sagen Sie Bescheid. Können Sie mir mehr über Ihre Besen sagen? Sie sind meine Leidenschaft. Jedes Detail eines jeden Modells. Wie etwa der Windhauch, bekannt für den hochwertigen Eschengriff. Eibenweber sind selten, weil manche Angst haben, sie zu fliegen. Liegt vermutlich am düsteren Ruf von Eibenstäben. Dann gibt es noch den Glutsprint, bekannt für sein schickes Aussehen. Mir wird fast schwindlig vor Freude, täglich mit Besen zu arbeiten. Einer der vielen Gründe, warum ich diesen Laden so gerne führe. Ja, der Mann hat eine Passion. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um. Danke. Ich bin sehr interessiert, was jetzt passiert. So. Ach, guck mal an. Ich habe jetzt tatsächlich damit gerechnet, dass Besen wesentlich teurer sind. Na, das ist ja was. Ich habe tatsächlich gedacht, dass Besen insgesamt wesentlich teurer sind, sodass wir uns vielleicht so gerade eben einen leisten können. Und ich habe gedacht, es wird verschiedene geben. Ne? Also, dass dieser hier 600 kostet, dieser 800 und der teuerste kostet 5000 oder sowas. Jetzt
frage ich mich halt, wo ist der Unterschied zwischen diesen Besen? Also, warum sollte ich diesen nehmen und nicht diesen? Es gibt eine Besenvorschau. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ja, okay. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Das sagten sie bereits. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Lass mich raten. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ich meine, Eibenweber, Besen. Also der Stab mit diesem geringelten vorne, das finde ich schon mal sehr gut. Aber mir gefällt das hier hinten nicht so wirklich gut. Das sieht nicht so cool aus. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Der sieht auch sehr schick aus. Hat natürlich auch was mit den Flammen hier hinten. Das ist irgendwie ganz nett. Das sieht irgendwie doch ein bisschen... ja, nicht so hübsch aus. Spricht mich nicht so an. Oh, jetzt habe ich den fast gekauft. Ein Glück, dass man dafür gedruckt halten muss. Der finde ich auch ganz cool mit den Taschen hinten dran. Das hat so ein Reise- und Erkundungsdings und vorne mit der Lampe. Ganz nett. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Der ist auch cool. Hat auch so eine Lampe dran. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Schwierig. Ich finde diesen gedrehten Stab halt so schön, ne? Aber dieser komische Rock da hinten, das ist ja nicht so meins. Also ich glaube, es wird einer von diesen beiden. Qualität. Steht für außerordentliche Stabilität und ein stilvoller Besen, der leicht zu handhaben ist. Wirklich. Warum wird das nochmal betont? Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Mondraketenbesen, Windhauchbesen. Also Mondraketen, das klingt halt auch... unter dem Aspekt, in welchem Jahr das hier spielt, ist der Mondraketenbesen halt namentlich auch irgendwie nicht so ganz mein. Vielleicht ist das auch einfach komisch übersetzt, das weiß man nicht. Aber ich nehme den Windhauchbesen. Ja. Dieser Artikel ist hat auch eine kleine Lampe dran. Der Sitz sieht bequem aus, wie so von so einem Bonanza-Rad. Das schockt. Den nehmen wir. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Das hoffe ich. Cool wäre, wenn man jetzt auch noch irgendwie so Aufwertung kaufen könnte. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Na, großartig. Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Verbesserungen, könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus? Jawohl, das klingt ganz, ganz fantastisch. Aber wir werden uns noch weiter mit dem guten Mann unterhalten. Wie lange sind Sie schon an Besen interessiert? Seit ich mein erstes Quidditch-Spiel gesehen habe. Die Flugmanöver, die Spieler. Manche Leute haben so ihre Zweifel an mir und meinen Ideen. Hoffentlich helfen sie mir trotzdem. Ich weiß, dass ich an etwas dran bin. Sie hatten wohl wirklich bei Kogawa Unterricht. Ja, aber dass mir die technischen Elemente der Besen stets wichtiger waren als das Fliegen, hat sie wahnsinnig gemacht.
Sie findet es gut, dass ich jetzt Bandwitches leite. Ich glaube, keiner von uns dachte, dass ich mal Klatscher für die Cannons oder Eintracht Pfützensee wegschlage. Und ich finde es befriedigend, gegenüber denen Recht zu behalten, die mich für zu jung halten, um diesen Laden zu führen. Mit ihrer Hilfe kann ich beweisen, dass ich der Anbieter mit dem umfangreichsten Wissen über Zaubersportartikel bin. Also, ich würde sagen, da ist er wirklich auf dem guten Weg. Also auf mich macht er wirklich einen kompetenten Eindruck. Und auch das muss man ja einfach mal diesem Spiel wieder zugute halten. Zeugt doch davon, wie viel Tiefe in diesem Spiel auch drin steckt. Ne? Also man hat wirklich das Gefühl, man spricht dort mit einem kompetenten Besenfachmann. Stark. Warum soll ich ihn von diesem Besenflug berichten? Eigentlich hatte ich Imelda um Hilfe gebeten, aber sie hat ein paar Angewohnheiten beim Fliegen, die Zusammenarbeit erschweren. Ich brauche jemanden, der keine schlechten Gewohnheiten hat und gut fliegen kann. Everett meinte, sie sind ein Naturtalent auf dem Besen. Er studiert hier immer die neuesten Modelle. Er ist fast so besessen von Besen wie ich. Wenn sie mit Hilfe ihres angeblichen Flugtalents Imeldas Zeit schlagen können, wäre ihre Beurteilung des Besens unschätzbar wertvoll. Jetzt bin ich hier ein bisschen über den Klee gelobt worden, aber wir nehmen das auf jeden Fall hin. Und gehen diese Aufgabe an. Habe ich Bock drauf. Sehr cool. Klingt interessant. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie. Ah, da Lassen haben Sie wir mich also wissen, den... Wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Können wir hier klauen? Na klar, können wir hier klauen, so. Mr. Weeks Enthusiasmus ist bewundernswert. Ist er wirklich. Können wir eine sinnvolle Verwendung für das Quidditch-Feld verbuchen? Das ist doch schön. So, und wie können wir jetzt unseren Besen benutzen? Ah, vielleicht müssen wir erstmal aus Hogwarts raus. Katze. Ich sage nur. So. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Aha, so. Und dann auf 3. Ah ja. Ja, das ist ein bisschen umständlich. Aber unser neuer Business am Start. Sehr, sehr cool. Stark. Was geht auf Q? Ah, auf Q können wir uns die Steuerung nochmal einblenden lassen, falls wir vergessen haben, wie man landet. Also das ist ja der absolute Hammer. Jetzt fliege ich hier mit meinem eigenen Besen. Ich sage ja immer. Und kann Hogwarts erkunden. Das ist ja der absolute Hammer. Also ich bin total begeistert, muss ich wirklich, wirklich sagen. Es macht so unglaublich viel Spaß, dieses Spiel. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch Spaß und kommt mit mir in der nächsten Folge zu unserem Rennstrecken-Testflug, den wir wahrscheinlich kläglich verkacken werden. Aber so können wir wenigstens innerhalb unseres Quidditch-Stadions mal etwas Cooles machen. Auch wenn es nur ein Testflug ist. Aber damit werden wir dann
ja, coole Daten sammeln und langfristig unseren Besen verbessern. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, ciao.